Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben einen neuen Tag hier am Falker See und wir sind gerade alle kollektiv einkaufen gefahren. Ich habe eine Tüte für mich. Warte, ich brauche noch meinen Rucksack hier. Ja. Denn wir sind ein bisschen abgebrannt. Hauptsächlich wenig Red Bull nur noch. Und da müssen wir ein bisschen einkaufen gehen. Wir brauchen noch Sachen fürs Frühstück. Kevin und Mandy immer noch nicht da. Ich weiß nicht, was die machen, aber die brauchen einfach ultra lange. Hallo. Ich bin ein bisschen müde, ehrlich gesagt. Ich bin heute auch echt müde. Ich habe heute Morgen übelst Muskelkater gehabt, aber auch Nacken vom Pumpen. Ich auch. Ich hatte schon Angst, das in die Gruppe zu schreiben, weil ich dachte, so, denken alle, ich bin ein Weichei. Aber ich hatte auch echt Muskelkater vom Aufpumpen gestern von den ganzen Tools. Das ist geil. Also sieht fast kernlos aus, sagen wir mal. In dem Hole. Ist gut? Ist es gut? Ja. Nee, der Tom hat einen riesen Zopf davon zu Hause. Ja, aber nicht bei uns im Zimmer. So. Aber ich nicht. Mir reicht immer das kleine Frühstück. Ja, nicht. Dann nimm ihn mit, wenn du ihn brauchst. Okay. Aber diese Fertigdinger sind manchmal auch geil, wenn die so richtig hart und schön. So, wir sind jetzt zurück beim Tom und essen Kuchen, trinken Kaffee. Ja, so ist ein ganz normaler Montag bei uns. Erstmal einkaufen, dann Kaffee, Kuchen. Später eventuell noch Fahrrad fahren, aber irgendwie sehe ich das heute gar nicht. Ich glaube, wir fahren heute Fahrrad. Ja? Bitte? Wenn wir Fahrrad fahren wollen, mindestens eine. Ich glaube auch, dass wir nochmal auf den Baumgartner hoch. Ja, wir fahren nochmal auf den Baumgartner hoch. Ja, schauen wir mal. Und dann heute Abend wird auf jeden Fall gut gegessen wieder. Es gibt mal wieder Grillen. Und dann geht es auch nochmal in den See und so weiter. Ne? Aber. Dankeschön. Aber ich bin sehr, sehr gespannt auf die anderen Trails beim Baumgartner. Beim Baumi. Ne? Wir nennen den Baumi hier. So sagen die Locals das. Die Locals sagen Baumi dazu. Weil da gab es den Liftgartner und den Blair Witch Trail. Die zwei würde ich gerne fahren. Und vielleicht passt das heute. Kurzerhand nach Hause gefahren und jetzt parke ich schnell das Auto um, weil die mussten hier am Kagelhof haben die ganzen Parklücken neu bekommen und so, wegen zwei E-Ladestationen. Und deswegen mussten wir die Autos höher parken. Das ist der Lars. Hallo Lars. Ich hole mein Auto nur. Und danach gehen wir uns fertig machen und dann geht's auf den Shorty Trail und Copain Trail. Tom hat sich da was rausgesucht. Wir haben heute nur eine kurze Route geplant, aber kurz aufs Rad und ein, zwei Trails mitnehmen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee und wird Spaß machen. Und ja, dann freue ich mich schon auf den Abend, wenn Kevin und Mandy auch da sind. Dann ist die Gruppe endlich vollständig. Ganz schön warm hier drinnen, ey. Ich sag euch, dieser Van, ne? Next Level. Ich habe jetzt sogar nichts an meinem Bike geschraubt. Das und ist, dann geht jetzt irgendwas kaputt. Das schlecht jetzt. Das, und ich habe nicht nochmal aufgeladen, ne? Du hast nicht aufgeladen? Nee. Warum nicht? Ja, Michi meinte, es reicht. Er wollte das jetzt für zwei. Das heißt, wenn mir der Akku leer geht, dann ist Michi schuld. Du bist doch eh den dicksten von allen. Ja, ja normal, ja. Shorty Trail, schwarz direkt. Ich verstehe einfach nicht, warum wir sowas immer zum Anfang fahren. Hier, schöne Rad. Wurzel, Wurzel, Wurzel. Okay. Hier rüber. Schon dicke Stufen, ey. Leck mich am Arsch. Och nee, ey. Wie, du bist ein Duo da, ja. Am besten wäre, glaube ich, wenn man so fährt, dann hier rüber. Wenn du da die Inside halten kannst, dann ist die auf jeden Fall leichter. Und dann wieder rechts rüber, also so einmal so eine Schlange. Ja, da, wie gesagt, da unten ist Ende. Das ist hier, da wo der Baum quer liegt, ist quasi vorbei mit.
Du musst halt lang, du musst halt schaffen, da langsam genug und kontrolliert genug zu sein, dass du hier rüber kommst. Ja. Und dann ist easy. Ja, möglichst langsam kontrolliert hier rein. Und dann. Aber da ist auch nochmal eine Stufe, ne? Die ist halt fies da unten. Ja. Versuchen, links rüber zu kommen. Ja. Das hier ist halt auch noch eine miese Nummer, mal kurz, ne? Kannst du theoretisch auch hier oben fahren. Aber dann ist die eine Querwurzel da. Ja, das ist scheiße. Hier ist schon besser einfach so. Ja, ich finde das zum Einstieg wirklich eine harte Nummer. Da sagt er, das ist ab hier vorbei. Hier geht's dann aber richtig los. Ja, war nicht schön, aber hat funktioniert, ne? Kann sein, dass das für mich der letzte Trail für heute war, weil Michis Hand gut wehtut. Die ist oben gestürzt und dann fahre ich mit zurück. Naja, das sieht nach Forstweg aus, aber das ist auch dumm, so was Schweres direkt als erste Line, wenn man noch nicht sauber im Bike ist. Scheiße, ist der Tag schon vorbei, ey. Ja, Michi hat runtergeschoben, weil die kann nicht mehr greifen. Das heißt, es kann sein, dass wir später noch ins Krankenhaus fahren. Mal gucken. Erstmal gemütlich hier runterkommen und dann mal schauen. Aber hier ist auch alles Geröll, ne? Ist hier schon alles runtergeschoben? Aber so oder so würde ich jetzt an deiner Stelle nicht den Kopf einschläfern. Da musst du am Anfang Griffkraft haben, einfach, sonst wird das nichts. Ich würde jetzt an eurer Stelle nach Hause fahren, dir schön zwei Ibos reinschmeißen, dass dann, falls da irgendwas ist, sofort weggeht. Und dann vielleicht mal eine Stunde chillen und dann gucken, was deine Hand sagt. Meinst du mit Entzündung oder? Ja, ja. Ja, vielleicht ist das ja nur Sehne jetzt, keine Ahnung. Ich würd noch keine Schmerzmittel nehmen, weil du weißt ja dann nicht, was ist. Ja, also so bin ich immer. Lieber kalt. Ich nehme einfach. Ja, dann mach einfach Kühlung, ja. Genau. Eis drauf. Ja, dann fahren wir zurück. Ja. Nach kurzem Hin- und Her-Überlegen haben wir uns dann entschieden, doch ins Krankenhaus zu fahren. Weil wir nicht genau wissen, was jetzt da Sache ist. Und eigentlich weiß der menschliche Körper schon ganz genau, wann man irgendwie mal ins Krankenhaus muss und die Dinge lieber mal abchecken lässt. Ja, wir sind zurück aus dem Krankenhaus. Wir sind tatsächlich noch nach Villach ins Krankenhaus gefahren. Und ja, die Michi hat tatsächlich einen Bruch. Das ist allerdings erstens ein stabiler Bruch, das ist schon mal gut. Das heißt, keine Weichteile außenrum und so weiter, keine Nerven, keine Bänder beschädigt. Außerdem ist der Bruch unter dem Kopf sozusagen. Also wenn ihr euch vorstellt, wenn der kleine Finger da, wo der anfängt, ne, da ist ja dann das Gelenk und der Handknochen, der dorthin geht, da ist unterhalb vom Knochenkopf ein Bruch. Der ist allerdings leicht und die gute Nachricht ist, wir können jetzt halt, brauchen keinen Gips, wir brauchen keine OP und so. Das ist immer eine gute Nachricht bei dem Bruch. Ich fahre mal was vor. Und dazu kommt,
ja, dass ich es einfach nur kontrollieren lassen muss nach dem Urlaub halt nächste Woche, also innerhalb einer Woche, weil sich bei so Brüchen wohl noch einiges verschieben kann und so. Ja, aber es ist genau an der Stelle auch dick geworden, wo der Bruch ist. Und ich habe das Röntgenbild auch gesehen, es ist wirklich jetzt nicht, also ich hatte selber ja schon mal einen Armbruch, Elle und Speiche, das sah ganz, ganz anders aus. Und ich denke, dass es unproblematisch sein wird. Aber es ist natürlich schade, wir sind jetzt ganz am Anfang erst hier und dann direkt sowas. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal essen zu den anderen und dann ja, gucken wir. Ja, trinken Wein. Vino. Und gucken, wie der restliche Urlaub wird. Ist natürlich ein krasser Stimmungskiller. Andererseits kann man einfach froh sein, dass nichts Schlimmeres ist. Ich hatte Angst so, ne, bei Mittelhandbrüchen und so, wenn das verschoben ist und alles, da kann so schnell eine OP draus werden. Habe ich selber auch schon so gehabt und deswegen bin ich froh, dass da nichts Schlimmeres ist. Ja, aber was lernen wir daraus? Keine schwarzen Trails fahren, direkt zum Anfang. Bei mir ging es tatsächlich, aber tja, man muss mal einfach nur mal kurz falsch stehen. Ich werde angerufen und dann ist schon direkt Alarm. Naja, wir fahren jetzt zum Tom, essen was, trinken was und dann machen wir uns morgen Gedanken um den Rest, da links lang. Und ja, ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein bisschen was mitnehmen aus dem Video, auch wenn es ja ziemlich turbulent war jetzt zum Ende. Ich habe natürlich jetzt nicht die Kamera drauf gehalten im Krankenhaus und so, aber ja, schauen wir mal, was wird. Wir freuen uns. Macht's gut, Leute, lasst ein Abo da. Und ja, der Urlaub wird nochmal interessanter. Gucken wir mal, wie es weitergeht.